Hey, hallo, euer Mihara hier. Heute zeige ich euch ganz unkompliziert, wie ihr eure eigenen Farm aufbauen könnt, beziehungsweise euer Gemüse anbauen könnt und wie ihr eure Tiere züchtet. Ihr seht hier schon, wir sind hier auf einer privaten Insel. Die benötigt ihr. Und mit jedem Upgrade, das ihr auf diese Insel macht, erhaltet ihr einen weiteren Farmplot. Die sind ein wenig dunkler angezeigt als die normalen Bauplots, wie hier zum Beispiel. Und dann geht ihr einfach hier oben auf dieses Symbol, dann auf Farming, ein bisschen runterscrollen und je nachdem, was ihr machen möchtet, entweder eine Farm, um Gemüse anzubauen, oder einen Herb Garden, Kräutergarten, wo ihr die Dinge anpflanzen könnt, die ihr für die Alchemie benötigt. Oder ein Pasture, also eine Weide für Tierzucht. Und ein Kennel. Kennels sind für die Aufzucht von Wölfen, Direwölfen, Direbären und Wildschweine. Also die High Tiers. So. Ja. Wie gesagt, hier eine Farm errichten und dann könnt ihr auch schon ein wenig loslegen. Ich glaube mit 15 hohen T1-Steinen und 15 Baumstämme. Und dann ist das Ding fertig gebaut. Danach geht ihr einfach zu diesem Händler hier. Und je nachdem, was ihr halt gebaut habt, kauft ihr euch die Saat für die Farm. Oder hier zum Beispiel diese Seeds für den Herbgarten, den Kräutergarten. Oder für eure Tierzucht hier die Tiere. Ja, dann geht das ganz einfach. Wenn ihr eure Saat ausgelegt habt, dauert es 22 Stunden. Wenn ihr Premium-Status habt, dauert es immer noch 22 Stunden. Denn bei der Tierzucht ist die Zeit um die Hälfte verringert. Also hier dauert es dann nur noch 11 Stunden statt 22 Stunden. Und ja, sobald die Zeit abgelaufen ist, ihr ernten könnt, geht ihr einfach drauf, macht Pickup. In meinem Fall erstmal nicht, weil noch nicht fertig. Ihr erhaltet eure Bohnen und ihr erhaltet jeweils pro Plot einen Sack noch dazu, den ihr dann gleich wieder anbauen könnt. So, das war's zum Gemüseanbau. Und jetzt auf ziemlich einfache Art und Weise auch die Tierzucht. Ihr habt ihr ein Fohlen. Nehmt einfach ein Fohlen, macht Place. So. So, dann habt ihr das Fohlen angebaut sozusagen. Ja. Das macht ihr dann auf jedem. So, dann könnt ihr einfach eure Bohnen oder was auch immer, es ist e absolut egal, was für ein Gemüse. Auf jeden Fall immer 10 von einem Gemüse werden verbraucht, um das jeweilige Tier zu füttern. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ihr wartet dann wenn ihr Premium-Status habt, 11 Stunden, wenn ihr keinen Premium-Status habt, 22 Stunden. Dann habt ihr irgendwann ein ausgewachsenes Pferd und dazu noch ein Babyfohlen. Es ist genau der gleiche Vorgang wie beim Gemüse. Ihr nehmt das Babyfohlen, das ist dann sozusagen die Saat, und dann das Pferd an sich. Ja, das war's zum Farming. Mehr ist da leider nicht zu sagen. Ziemlich simpel gehalten. Ich hoffe, es hat euch geholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Yeah.